Oh, ich bin schon da. Neuer Tag, neues Glück. Nach einem coolen Yoga-Wochenende geht's weiter mit vielen neuen Ideen, Inspirationen. Das Leben geht weiter, es geht immer weiter. Und wenn man tot ist, geht irgendwann ein neues Leben los. Das heißt, es geht immer weiter. Die Zeit ist ja nur eine gedankliche Einteilung von Menschen. Ja, Tiere würden das nicht einteilen, sondern wenn es dunkel wird, gehen sie ins Bett. Und wenn sie Hunger haben, essen sie oder suchen sich was. Also die machen das von alleine. Nur der Mensch teilt Zeiten ein. Das braucht man natürlich, aber diese Zeiten werden wieder zu starr eingeteilt. Ich muss da sein, dann muss ich da sein. In 10 Jahren muss ich dies und das erreicht haben. Und ja, wo führt es hin? Zu Stress, was auch immer Stress wieder ist. Ja, das Leben ist wunderbar. Das Leben ist aber auch grausam. Grundlegend aber ist das Leben so, wie es ist. Und so ist es gut. Es ist einfach, wie es ist. Und wenn man was für sich tut, sich verändert, dann verändert sich auch das Leben. Und die meisten Menschen, so fast alle Menschen oder alle Menschen könnte man sagen, folgen nicht ausschließlich positiverweise dem Herzen, sondern inneren Programmen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auf unseren Kopf hören sollen. Natürlich, wenn ich Auto fahre und zu schnell fahre, muss ich schon überlegen, baue ich jetzt einen Unfall, wenn irgendwas ist oder nicht. Oder wenn ich ein Haus kaufe, kann man sich das leisten. Das muss man sich schon überlegen. Aber bei grundlegenden Lebensdingen hören die meisten Menschen eben nicht auf ihr Herz, sondern sie überlegen und handeln dann schlussendlich, manchmal auch intuitiv, aus inneren, ja, Programmen. Der Mensch lernt, wird konditioniert in gewisse Richtungen. Das darfst du, das darfst du nicht. Das ist gut, das andere ist nicht gut. Und so werden wir geprägt. Und diese Prägungen schleifen sich dann so wie gewisse Lernerfahrungen, Fähigkeiten, das schleift sich dann ein und dann folgt man immer nur seinem Programm. Das ist wie wenn man den Computer anmacht, da gibt es dieses Programm und wenn ich das nutze, dann gibt es nur das, was eben in diesem Programm drin ist. Und der Mensch folgt auch meistens diesen inneren Programmen aus der Kindheit, aus dem vergangenen Leben, das nennt man Karma. Und dann hört man eben nicht auf sein Herz. Und man denkt zwar, denken wieder, man ist frei, man entscheidet frei, was man tun und lassen kann. Nein, das macht man nicht. Das macht man sehr, sehr wenig. Und wenn man seinem Herzen hört, geht es einem besser. Doch da muss man erstmal die Programme, ja, abschaffen. Programme verändern, transformieren, umprogrammieren, wie auch immer man das nennen mag. Denn diese Programme führen ein Leben und das ist aber weitgehend tot. Man lebt schon mit einem physischen Körper natürlich, aber man funktioniert nur noch. Gewisse Handlungsweisen sind immer gleich geprägt. Dann wundert man sich, warum alles schief läuft oder warum dies passiert. Oder warum man sich nicht gut fühlt. Natürlich, weil man eben nicht nach dem göttlichen Plan lebt, nicht auf sein Herz hört, sondern meistens entweder auf seine Gedanken. Und diese sind immer verknüpft natürlich mit diesen erlernten Programmen. Du kannst nichts, du bist nichts, du wirst nichts. Du musst mir immer helfen, du musst immer da sein, du musst immer dies machen, du musst in der Schule gut sein. Und das sind alles Programme, die einem nicht gut tun. Weil man dann eben das Leben von anderen Menschen lebt und nicht sein eigenes. Und wenn man
sich mit sich beschäftigt und wirklich wahrhaft ehrlich an sich arbeitet, dann löst man diese Programme allmählich auf. Und es kann einem auch kein anderer sagen, dass man dieses, jenes machen muss, sondern es ist die Eigeninitiative, die man anwenden muss. Muss, ich sage bewusst muss, denn jemand anders kann mir nur einen Tipp geben, hey, du könntest es mal so machen und schau mal hin. Aber wenn ich das nicht wirklich mache oder auch verstehe, was das bedeutet, dann macht man es ja nicht wirklich. Und so gilt es, den Körper zu reinigen und nicht wieder mit anderen Programmen zu füttern, wie ah, ich mache ja Reiki und ich mache Engels und ich mache Bewusstseinsforschung. Das nützt alles nichts, wenn man die inneren Programme nicht wegmacht. Diese müssen ja ausgeleitet, entschlackt, entgiftet, ja, rausgeschissen werden. Und dann funktioniert's. Und da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, die man hat, wo man das verändern kann. Denn dieses Ausmerzen von diesen Programmen oder Verändern von Programmen erfordert viel Arbeit und wirklich auch auf allen drei Ebenen, Körper, Geist und Seele, wo man diese Veränderungen machen muss. Weil sonst hängt es immer noch dran. Ja, wie bei frisch verheiratet, dann hängen die Dosen hinten am Auto und man fährt und denkt, boah, super Leben, ich fahre in ein super Leben, aber die Dosen klappern hinten immer noch am Auto. So dieses Karma, diese Altlasten, die immer noch an einem dranhängen. Und so hat man immer noch einen Ballast oder jetzt hier in diesem Video eben ein Programm laufen, wie man lebt, wie man handelt. Und das Programm ist ein Programm, das ich oder das Göttliche, die Seele nicht braucht. Dieses Funktionieren, es bringt überhaupt nichts. Bei manchen Dingen, ja, muss man durch, muss man fest, stabil stehen. Aber in vielen Dingen bringt es nichts, wo man einfach nur funktioniert. Und man sieht es im Alltag, die Menschen gehen kaputt, haben psychische Probleme, weil man nur funktioniert und nach gewissen Programmen, Schallplatten rillen, folgt und das ist ja immer gleich. Und das ist nicht Leben. Das kann kein Leben sein. Es ist jeder Tag anders und es verändert sich ja auch. Und dann wundert man sich eben, wenn ich dasselbe Programm laufen habe, warum er dasselbe rauskommt. Und das ist eben tiefe Arbeit, wo man in sich geht und dann irgendwann spürt, ach, ich kann mal nach meinem Gefühl entscheiden oder das Gefühl entscheiden lassen. Das macht man ja auch nicht, das passiert einfach. Es geht zack und ich mache gewisse Dinge so oder so. Und dann ist es richtig. Und dieses Funktionieren, was die meisten Menschen heute machen, das Folgen von anderen Menschen, von Programmen, die laufen. Und man denkt immer ja auch bei Menschen, die wissen es besser, weil sie studiert haben, weil sie einen Doktortitel haben, Professor, Lehrer, sonst was sind. Aber das sind auch nur, die haben auch nur ihre Programme laufen und dann folgt man fremden Programmen, weil man ein Programm hat, das sagt, folge fremden Menschen oder Programmen. Und man hat überhaupt keine Eigeninitiative mehr, wo man sagt, nee, das mag ich nicht. Oder ich mache da nicht mehr mit, ich mag das nicht. Ja, und so sollte man anfangen, eben Yoga machen und diese Programme tiefgründig sowie rausschneiden. Transformieren, verändern, wie auch immer man es nennen mag. Und dann hat man ein neues Programm und dann kommt was anderes bei raus. Und wenn das Programm dann die Fähigkeit hat, dass die Seele da was zu sagen hat, dann läuft das Leben immer besser. So, heute mal ein kurzes Video nur. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.